Ein Sturz aus 800 Metern veränderte vor 4 Jahren das Leben von Gela Allmann. Ich war als Model bei einem Skitouren-Fotoshooting auf Island. Es war irgendwie der perfekte Tag. Wir hatten eigentlich schon alle Bilder im Kasten, alles ist super gelaufen und standen schon am Gipfel. Es war wunderschön, um uns herum hat irgendwie der Schnee geglitzert, die Sonne hat geschienen. Es war irgendwie so surreal perfekt. Und dann habe ich einen falschen Schritt gemacht. Eine zertrümmerte Schulter, ein Rückenwirbel, das Nasenbein gebrochen und ein Riss der Hauptarterie im rechten Bein waren die traurige Bilanz ihres Unfalls. Blutspenden retteten ihr damals das Leben. Mittlerweile ist sie zurück. Es war kein einfacher Weg und sie ist froh, dass ihr damals so schnell geholfen werden konnte. Ihr Glück möchte sie weitergeben und setzt sich als offizielle Botschafterin des Deutschen Blutspendedienstes ein. Denn gerade zur Ferienzeit werden Blutspenden immer wieder knapp. Wir haben die klassischen Problemzeiten immer in den Ferien, zum Beispiel in den Sommerferien, weil die Menschen natürlich dann einfach schlicht und ergreifend irgendwo hinfahren in Urlaub oder lieber die Gartenarbeit machen. Wir brauchen eine breitere Basis in Deutschland von Menschen, die sich nicht nur bereit erklären, ja, ich gehe mal Blut spenden, sondern dies eben auch in einer gewissen Regelmäßigkeit tun. Alleine in Bayern werden täglich rund 2000 Blutkonserven benötigt, um den Bedarf zu decken. Und dass immer genügend Blut da ist, ist verdammt wichtig, um allen Menschen, die in Not geraten, zu helfen. Das weiß nicht nur Gela Allmann.